Cole, gut dich zu sehen. Unversehrt. Du hast 2 Angriffe überlebt. Er ist immer noch ein Imperialer. Das war das Imperium, was ihn 2-mal angegriffen hat. Die Erste Ordnung. So nennen sie sich. Die Erste Ordnung? Wir werden mit ihnen klarkommen. Region, im G7-Sektor. Mit Aduma waren wir nah dran. Also müssen wir den ganzen Weg zurück. Dass du auch ausgerechnet Wester wählen musstest. Ich wollte so weit von der Ersten Ordnung weg wie möglich. Was machen wir jetzt also? Greifen wir die Erste Ordnung an. Eine Offensive wäre zu riskant. Wir haben keine Ahnung, wie groß sie sind. Und bei allem, was wir wissen, dürfte die Flotte des Widerstands keine Chance gegen sie haben. Wir brauchen militärische Unterstützung. Der Senat wird ohne Beweise nichts genehmigen. Dann werden sie mitkommen, Birk. Um die Flotte mit den eigenen Augen zu sehen. Nein, ich habe genug gesehen. Wir bringen Cole nach Halcyon Prime, geben ihm endlich, was er verdient. Und sie allen wird das sehen. Von dem habe ich fürs Erste genug gehört. Wir... Denk nicht dran. Eine Handbewegung. Ich werde nicht zögern. Cole, was ist los? Ich wusste es. Es hat die ganze Zeit keinen Sinn ergeben. Doch jetzt... Der Widerstand baut sich eine Flotte zusammen? Cole? Ich habe meine Tochter verloren. Wofür? Damit die Erste Ordnung ein wenig mehr Metall hat? Oder doch der Widerstand? Wir... Cole, wir töten keine Unschuldigen. Dass die Erste Ordnung einen Anschlag auf Wester ausgeübt haben soll, wäre absurd. Um mich zu töten, ja. Aber nicht für Metall. Sag mir, es wart ist ihr absurd. Das? Absurd. Der Widerstand würde... Dich frage ich nicht. Du hast eh keine Ahnung davon. Leo schon. Vielleicht. Vielleicht? Ich habe keine Einsicht in diesen Bereich. Aber gewisse Teile des Widerstands arbeiten recht unkontrolliert. Recht unkontrolliert? Aber dafür musst du jetzt nicht den Verstand verlieren. Überleg dir, was jetzt auf dem Spiel steht. Keine Sorge, ihr habt die richtige Seite gewählt. Doch meine Tochter... Es tut mir wirklich leid. Der Widerstand steht für sowas nicht. Wir müssen die Erste Ordnung aufhalten. Darum geht es. Ihr macht das ohne mich. Mit Terroristen habe ich nichts zu tun. Na wunderbar. Hat jemand dem noch was hinzuzufügen? Ja, tatsächlich. Ich. Kane, sprich. Ich denke, das dürfte genügen. Die Eclipse. Eclipse? Es gab Gerüchte. Von einem Schlachtschiff, das die Flotten des Imperators in die Schlacht führen sollte. Ich weiß. Unsere botanischen Freunde haben davon erzählt. Es hieß, das Schiff sei ein Supersternzerstörer wie die Executor. Aber das hier, was ist das? Die Eclipse. Es gibt nichts Vergleichbares. Kleiner als die Executor, aber ein Drittel der Zerstörungskraft des Todessterns. Woher hast du diese Information? Ein Vorgesetzter auf Kurt hat sie mir gegeben. Hat die Erste Ordnung die Eclipse jetzt etwa... Sie schwebt allein im All. Verlassen. Ich habe den Auftrag... Du hast uns nicht früher davon erzählt? Wenn wir dieses Schiff hätten, hätten wir leichtes Spiel mit der Ersten Ordnung. Bitte um Erlaubnis, die Eclipse aufzusuchen und sicher zum Widerstand zu bringen. Ich komme mit. Ich auch. Nein, ich brauche noch jemanden, der mit mir zur Ersten Ordnung aufbricht. Rob, du übernimmst das. Kane, du gehst mit Tech.